Hallo Leute, wir freuen uns, dass ihr wieder zuschaut. Heute bauen wir auch wieder mal zusammen. Ich habe euch hier ein Architekturset von Lange mitgebracht. Und zwar die Eckenkneipe, also Cornerbar. Ist die Nummer 2313. Hat 231 Teile. Ja, das Ding ist ein bisschen ausgeblichen, weil es bei uns im Fenster gelegen hat. Hier hinten auf der Rückseite ist es wesentlich bunter. Das Ganze kostet bei Steingemachtes 6,99 Euro. Ja, das werde ich aufbauen. Klemmi ist auch da, denn wir wollen ja zusammenbauen. Genau. Sprich, schrei, sing es. Ich habe hier was von unserem letzten Trip. Und zwar von Lego die 40380, ein Brickheads. Und zwar Nummer 100, das Schaf. Passend zu Ostern, ist ja bald wieder. Und ich habe mir gedacht, das baue ich. Ja. So, wie wir das zusammengebaut haben, denn die Staffel ist leer. Ja, haben wir vergessen, den Ton einzuschalten. Deswegen machen wir jetzt einen Zusammenbau im Speed. Und das Ende, also das Fazit, das drehen wir dann neu und hängen das dann hinten dran. Also dann, bis gleich.
So, dann fangen wir an mit dem leckeren Vorstellen. Mit dem frisch geföhnten. Genau. Ui, jetzt fliegt gleich alles wieder in der Gegend rum. Ja. Ja. Geht schon los. Bin so nervös. So, hier haben wir das kleine Schaf. Ein paar Ostereier dabei, einer schönen Tulpe und einem Eimer mit Farbe drin. Die Farbe hält ausnahmsweise mal. Achso, ich habe es hier festgeklemmt mit der Tulpe. Deswegen, wenn ich ein bisschen rumdrehe, fällt der Einlass da raus. Und weg ist sie. Ja, hebe ich nachher auf. Tritt fest. So. Ansonsten ist ganz okay geworden. Es sind halt sehr viele Einer-Stats verbaut in Plates unten. Fliesen. Genau. Bei ihm auf dem Boden liegen 2,5 Kilo. Die hast du nur gestern Abend in Schwarz aussortiert. Wann mehr? So. Schönes Schaf, ein Pinsel ist auch noch dabei. Liegt sogar noch einer als Ersatz dabei. Und als Bodengruppe dann halt das kleine Set hier. Die Bodengruppe ist auf dem Titelbild nur halb abgebildet, nämlich nur links und rechts davon. Auf der Rückseite sieht man dann, wie es eigentlich ausschaut. Ja. Als Vergleich haben wir noch mal ein anderes Schaf daneben gesetzt. Ich finde das hier schöner. Ja, auf jeden Fall. Ich bin mich die ganze Zeit, bin ich am Überlegen, ist das wirklich ein Schaf? Mit dem Ding sieht es aus wie ein Elefant mit dem Rüssel da oben am Kopf. Okay, Spaß beiseite. Ja. So, im Schnelldurchgang habt ihr ja mitgekriegt, was mit meinem Set hier los ist. Dieser Eckdings hier, die wackelt ohne Ende. Es ist ein wunderschönes Set. Da gibt es nichts. Also der Designer hat sich da echt Mühe gegeben. Nur später mit der Umsetzerei ist es eben halt in einigen Sachen sehr, sehr schief gegangen. Das sind die Teile, die über sind. Die drei Teile sind nicht in der Teileliste und werden noch nicht gebraucht. Naja, auch diese spitzengelben Sachen werden nicht gebraucht. Und ja, was soll ich sagen? 231 Teile. Alles ein bisschen fragil gebaut. Zum Beispiel hier das Fenster oder das Fenster. Fallen einfach so raus. Dann, wenn man hier ein bisschen dran dreht, hat man das ganze Ding in der Hand. Ja. Wenn man davon absieht und dass das Ding dann irgendwann mal ein bisschen windschief wird und hier hinten das Teil sich dann immer wieder löst. Es soll ein Spielset sein, deswegen ist hinten der Rücken offen. Nur mit was für Figuren will man da spielen? Ich nehme jetzt mal eine dänische. Ja. Okay. Brauchen wir nicht weiter reden. So, aber ich bin nicht traurig, dass ich dieses Set gekauft habe. Meine Teilekiste wird sich darüber freuen. Da sind richtig schöne Teile drin. Diese grauen Fliesen kann ich gebrauchen. Die Sandsachen kann ich gebrauchen. Und die braunen Sachen sowieso. Dann hier die hübschen Fenster. Weil hier sind es Türen. Normal sind es Fenster. Dann diese wunderschöne Idee. Vor allen Dingen brauche ich das Fernrohr. Es fehlt uns für das große Objekt noch ein einziges schwarzes Fernrohr. Und das finden wir garantiert auch noch in den Sets.
So, die Beschreibung. Schlimm. Ganz schlimm. Da sind zum Beispiel Sachen dabei. Da macht er in einem Bauschritt, Augenblick, ich zähle es mal, das sind 8, 14, 20, 26 Bauteile, die er einbaut, hier in diesem Teil. Ich habe einen Bonbon im Mund, deswegen rede ich so komisch. Er hat gedacht, ich rede länger mit dem Schaf. Ja. Ja, wie gesagt, also die Bauanleitung gefällt mir gar nicht. Ich werde das Ding jetzt gleich auseinandernehmen und dann verschwindet es in 3. Da haben wir diese gelben Lampen. Die sind geil, die sind super. Die verschwinden dann in den Teilekisten von mir. Oder besser gesagt von uns. Sind ja unsere. Ja. Dann schaut euch das Ganze noch ein bisschen an. Ich finde die Flasche, finde ich, gigantisch gelöst. Also. Die ist super. Die ist fantastisch, die Flasche. Ja. Geiles Teil, so eine Riesenflasche. Ui. Dann wäre so mancher Pro, wenn sie voll wäre. Wenn ich bedenke, im Breisgau stehen so große Flaschen auch rum. Die Riesenflaschen bei den Weinen. Vor den Weinfeldern und so. Und vor den Winzern, bei den Winzern stehen die Dinger rum. Aber mannsgroß. Und noch größer. So, dann schaut euch das Ganze noch ein bisschen an. Und zwar, wer am Freitag, Samstag diese Woche, also am 22. und am 23. hier uns im Laden aufsuchen will, geht nicht. Da sind wir unterwegs. Und zwar fahren wir in Richtung Nürnberg zu Frankenstein in das Museum. Da werden wir Freitagmorgens schon losfahren. Hotels haben wir schon, beziehungsweise ein Hotel haben wir schon gebucht, bezahlt. Dort werden wir dann einlaufen und dann sehen, was es da in der Nähe alles so Feines gibt. Wir waren schon mehrmals in Nürnberg. Einmal wegen Klemmbausteine, jetzt fahren wir das zweite Mal wegen Klemmbausteinen hin. Und vorher waren wir wegen Eisenbahn. Im Museum und so weiter und so fort. So, ja. Wenn ihr da unten wohnt und ihr würdet uns gerne treffen, dann haben wir damit kein Problem. Einfach eine E-Mail schreiben. Wie sieht es aus? Können wir euch da oder dort oder hier treffen? Kein Problem, ich will nicht zu euch nach Hause kommen. Haben wir gar nicht vor. Am besten in einem Lokal, Café, Stehimbiss oder sonst irgendwo. Wir können uns auch gerne bei Frankensteins treffen. Das ist auch kein Ding. Ihr müsst uns nur sagen, wann ihr da sein, da sein werdet. Wir werden den ganzen Freitag wahrscheinlich, ganzen Samstag dort sein. Und dann Sonntagmorgen nochmal. Und dann werden wir uns auf die Heimreise wenn wir uns dann wieder begeben. Ja, gibt es noch was zu sagen, Mister? E-Mail, wo wir es hinschreiben können, info@letsbrick.de. Ja. Ich würde mich freuen, wenn da so ein paar kommen. Ja, beim letzten Mal hat es ja da eine kleine Panne gegeben. Wurde nicht ganz kommuniziert von uns und wir wurden dann angemault, dass man uns doch in Nürnberg gerne gesehen hätte. Ja. Ich werde auch noch einen YouTuber anschreiben, dessen Figur wir bekommen haben und von uns auch eine Figur an seiner Wand hängt, ob er nicht vielleicht Lust hätte. Vielleicht also uns auch für ein paar Minuten für einen schönen Kaffee und einen Kuchen. Ja. Keine Angst, den Kaffee und den Kuchen, den bezahlen wir. Also, wie gesagt, wenn ihr das möchtet, meldet euch. E-Mail-Adresse ist auch unten vermerkt. Ja, dann würde ich doch mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonniert uns. Daneben ist eine Glocke. Da könnt ihr erfahren, wann wieder neue Videos von uns da sind. So, Mister, hast du noch irgendwas auf der Pfanne oder auf dem Schaf? Nö. Nö, einfach ein Nö. Ich glaube, das Schaf wird auch irgendwo in die Pfanne wandern. In die Pfanne? Nee, erstmal ins Regal. Ja, damit man es bewundern kann.
Wie gesagt, ich werde das Ding jetzt gleich auseinandernehmen. Die Teile kann ich gut gebrauchen. Ja, dann würde ich sagen, das war's für heute. Wir verabschieden uns für heute. Baut auch schöne Sachen, auch wenn ihr merkt, dass da in dem Video einiges schiefgelaufen ist. Das liegt an der Bauanleitung. Und dann hier die Teile, die haben mich irgendwie total verwirrt. Wo gehören die hin? Wo haben die Platz? Also, bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.